So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Together Dead Space 3 Endsport, glaube ich, mit Bolias. Huhu. Moin, sind wir besser. Yeah, laut Speicherdatei haben wir über 70%. Ich weiß nicht, wie weit da Bonusziele und so mit eingerechnet werden, weil wir haben ja einige verkackt oder auch nicht richtig gespeichert oder whatever. Fakt ist, Sucherbots können wir jetzt. Letzter Part war Geballre, Fassungslosigkeit, Angst, Kaka, Pipi in diversen Textilien. Aber jetzt ist alles gut, denn die kleinen süßen Sucherbots sind am Start. So, ich will eigentlich gar nicht wissen, wie viel Muni ich gerade verballert habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt nah an der Energiequelle sind. Weiß es nicht. Ey, so ein Marker, wenn es den gäbe, weiß ich nicht. Kann man sich auch ins Wohnzimmer stellen, so Lavalampe. Das wäre krank. Warum gibt's das nicht? Weil es zu teuer wäre. So, ich hab's mir gleich mal selbst beantwortet. Und weil du nicht mehr schlafen könntest. Ja, das... Kommst abends schön besoffen nach Hause, alles dunkel, nur der Marker leuchtet. So, ja, tschüss, voll. Haus gleich mal abbrennen. Fertig. So, oder gründest einfach einen Kult. Kult der Lavalampe. Alles cool. So, Freunde, es geht hier rein. Weiß nicht, ob sich... Wollen wir kurz hier hinter gucken? Ja. Also wollen ist immer so ein sehr dehnbarer Begriff in Dead Space. Nee, hier geht's nur auch nochmal rum, wie es aussieht. Aber wenn ich solche Geräusche höre, dann muss ich erstmal gucken. So, ich finde das auch schön. Das sind Akkus der Zukunft. Wie lang das hier unten so, macht auch keiner kaputt. Ist denen scheißegal. So, wir einen haben... Oben. Einen nach oben? Ja, jawohl. Ich glaube, das sind zwei nach unten. Ja, genau so. Ja, aber der dritte ist zwei nach unten. Mit einem Strich, ja. Mal gucken. So hätte ich es jetzt gesagt. So. Sesam, öffne dir. Ja, yeah, was los? Okay. Ah, du hörst auch die ganze Zeit die... Hallo? Oh. Ach, gucke, das kenne ich. Das kenne ich schon. Hä? Das erinnert mich ziemlich stark an den Eingang, in den wir überhaupt reingekommen sind. Ja, das müsste ja jetzt das andere Modul sein, was wir jetzt noch anpassen müssen. Ach, die, ey, deswegen habe ich auch keinen Bezug gekriegt. Dieses Tentakel-Ding halt, ne? Mhm. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Okay. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Warte auf Partner. Jawohl. Okay. So. Das sieht hier ein bisschen kaputter aus, kann das sein? Boah. Ja, das sieht hier. Da schwebt auch was, Alter. Was ist das denn? Ich will's gar nicht wissen, Alter. Ich kann auch nicht zielen. Das zielt automatisch, das Teil. Was ist das? Pisst euch. Okay. Ja, das war annehmbar. Wow. Bam, Alter. Ey, ne. Alter. Das, wieso muss es immer schlimmer werden? Ein Labyrinth. Na klar. Warum denn auch nicht? Ich meine, was soll hier schon passieren? Ich hätte gern den Minotaurus. Okay, ich höre schon mal. Also ist das so ein Gas, Schleim. So ein fetter? Warum muss sie jetzt auch zu allen Seiten offen sein? Warum ist das hier so verwachsen, Alter? Das ist der nächste Punkt. Das sind diese Blubs. Aber ich höre auch so ein Atemteil, Alter. Guck mal hier jetzt, das ist doch... Das war doch hier Alien-Gewebe locker, oder? Guck mal, die sind davon so umschlungen. Das hat keiner gebaut, Mann. Oder? Guck mal, hier der Marker, die sind doch von irgendwas angefressen, was dann versteinert oder eingefroren wurde. Das sind diese, ja, genau, was wir auch in den Gaskammern immer weggemacht haben. Ja, genau. Okay, weiß noch nicht, ob mich das jetzt wirklich freut. Wo? Da. Habt ihr auch einen? Down? Ich auch einen. Einer guckt immer noch hier rum. Warte, ich hole ihn mir. Das sind aber auch mutierte Versionen davon, oder? Wo ist er hin? Links, da ist er. Hinter uns. Hassen? Nee. Zwei Stück rechts. Hab zwei. Einer ist noch rechts da bei dir jetzt. Da ist er. Ja. Oh, zwei hinter uns im Auto. Ja, da kommt noch einer von rechts. Ja. Ja, die normalen davon haben schon so abartig den Schaden gemacht. Bam! Eine eigene Klaue, die Wichser. Pass auf, links ist noch einer. Ja. Okay, der hat sich. Da ist noch einer. Letztes angehört. Ich geh mal rum. Da ist noch einer, ja. Bam! Festgetackert! Jawollo, ey.
Asius, was los? So, schön den letzten Parts hier noch AIM entwickeln. Frechheit. Okay. Ich will echt nicht von so einem Vieh angecharged werden. Die haben ja in diesem Eisfeld, wo wir das erste Mal draußen waren, da haben die ja schon so abartigen Schaden gemacht, wo ich das eine Mal gestorben bin, was nichts damit zu tun hatte, dass ich irgendwie 3 Jahre lang mit Half-Life rumgerannt bin. Das ist echt diese Ellengrütze. Guck mal, hier ist eine Stelle, hier ist nicht eingefroren. Ich bin hier eben so richtig... Dieser komische Stapfgang, den wir da oh, noch ja. Das ist... Ich höre da noch ein Grunzen. Das hört sich eklig an, Digga. Widerlich, Alter. Er ist schon tot. Jo. Ja, aber das... Ich höre doch was. Ja, hier, da. Ah, oh Gott. Hä? Mach du mal. Jo. Wenn's das war, Alter. Ich hoffe es für die Aliens. Ja, ich kann's nochmal deinen. Ich hoffe es für die Aliens. Okay. Mein Problem ist immer noch, dass ich immer noch nicht wirklich weiß, was hier Phase ist. Das irritiert mich die ganze Zeit. Oder? Was? Ist hier noch eine Audio-Nachricht? Echt? Ich hab nichts angezeigt. Nee, das müssen wir noch auch aktivieren hier. Achso. Ja, das könnte sein. Die Bucherung in diesem Bereich hat ein Vorankommen massiv erschwert. Ah, ja. Grabungsteams bleiben wiederholt in dem uralten, klebrigen Gewebe hängen. Ohne Zweifel sind die Apparaturen oben wichtig für die Konfiguration dieser Alien-Maschine. Basierend auf meinen Studien der Alien-Zeichen könnte das ein Verstärker sein, der bei korrekter Ausrichtung ein Signal oder eine Energiequelle verstärkt. Okay, ja, das haben wir uns ja fast gedacht. Das hat er uns ja vorher schon mal erzählt. Okay. Wobei ja sicherlich echt der Plan war, dass wir hier zuerst lang gehen, ne? Meinte er, dass man die hier zuerst gemacht hat, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Wir wissen, was sie abgeht. Ich glaube schon, dass wir es ja richtig gemacht haben. Aber ja, ich glaube... Also, was das jetzt oben ist. Vielleicht haben wir diesmal 20 Tentakeln oder so. Aber ich glaube, wir müssten dann definitiv nochmal komplett zurück... Ja. Weil man ja das andere Bild noch machen konnte, wo man diesen Strahl verändern konnte. Oder das kann sein, genau. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus. Vermutlich eher, als uns lieb ist. Wow. Okay, was ist das denn? Viel zu großer Raum. Definitiv. Alter, hier, guck mal hier. Da bewegt sich hier noch, Alter. Nee. Hier oben hat, was auch immer sie gemacht haben, nicht komplett gegriffen. Ja, hier ist überall Gewebe, Alter. Guck. Alter. Ne. Guck mal, das ist doch ein Arm, Alter. Ich will nicht mehr. Digga, was ist los? Das... Oh, es bewegt sich. Das sollte es doch nicht, auch, oder? Da hängen noch Viecher drin, Alter. Nimm lieber ein Medipack, zur Sicherheit schon mal. Mir gefällt nicht, was hier passiert. Alter. Ich höre Bewegung, ich sehe sie nicht, Mann. Oh, die kommen hier gleich bestimmt aus den Löchern raus. Oh, hör auf. Das ist doch ein Riesenvieh hier, Alter. Das ist doch wieder irgendwas Halblebendiges, Mann. Das zwar komplett abartig aussieht, aber wieder ein Maul hat mit 300 kleinen. Okay. Benutze Chinesen, halte am... Wo? Wow! Ja. Er wartet. Boah, hinter uns auch. Ja, müssen wir jetzt hier nebenbei arbeiten, oder? Ich glaube. Ich habe aber keinen Plan, was wir machen müssen, Alter. Ich geh mal hin, mal gucken, was passiert. Ja, geh mal ja, hin. Ja, okay. Ja. Ich kann es drehen. Oh, shit. Aber ich weiß, muss ich jetzt schneller drehen, oder? Ja, das ist die Frage, wohin muss ich es drehen? Oh, fuck! Oh, shit, okay. Ach, da hinten kann ich auch noch drehen. Alle, oh, shit, Digga, die kommen hier gerade überall. Ah, das mit dem Rausreißen funktioniert gut. Nice. Okay. Oh, die leuchten. Sie leuchten auf jeden Fall. Irgendwas hast du richtig gemacht. Ja, wenn du rausgehst, leuchten sie halt nicht mehr. Ne? Oh, shit. Hä? Wow. Oh, fuck. Boah. Alter, nein. Hinter mir ist noch eins. Hab's. Ich muss mal gucken. Ah, da ist ein Streich. Oh. Ey. Oh, shit, pass auf, explodiert hier. Ja. Hinter dir. Boah, es hört nicht auf, Alter. Wir müssen auf jeden Fall. Ja, ich muss mal gucken. Also, wir haben jetzt einen Strahl da drüben hingekriegt.
Okay. Ich versuche jetzt mal hier den Strahl zu machen. Wenn du schon mal ungefähr weißt, wie es geht, ist ja schon mal nice. Ja, das hatten wir schon mal, sowas ähnliches. Ja. Ich glaube, wir müssen... Ah, jetzt sehe ich auch was. Nee, sehe ich diese Verbindung. Die, ja. Ich muss das jetzt einmal rüber machen. Und nochmal. So, wenn das sich gedreht hat, müssten die beiden sich jetzt miteinander verbinden. Es leuchtet auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. So. Und jetzt brauchen das und jetzt muss ich einmal rüber. Da müsste noch eins sein. Ich teste mal aus. Nee, das kann ich nicht drehen da drüben. Okay. Das bedeutet, hat der so ein... Warte mal. Ja, auch kein anderes Feld. Doch, der da ist hat, ein. Der hat sowas. Hier ist eins, hier kannst du drehen. Den kannst du drehen? Über. Da ist noch ein Feld. Warte mal hin. Ah, da. Ja, da muss ich einmal rumlaufen. Ey, Mann, hier sind Dreckslevel und dann noch solche Dreckswege, Mann. Was ist mit denen? So, kommst du von der anderen Seite? Ja. So, aber das ist das Problem, was ich mir schon vorgestellt habe. Das drehe ich jetzt einmal. Ja. Das drehe ich auch, jetzt. Nicht? Nee, das passt nicht. Es muss immer gleich gegenüber sein. So, dann drehe ich. Was hat denn der da drüben? Als zweites, der hat das. Oh, jetzt habe ich es auch verstanden. Hey! Gar nicht lange gedauert. Der hat das Ding. Eigentlich müsste das soweit. Was hat denn der als zweites? Ah, der hat auch die Kralle. Okay, dann muss das einmal gedreht werden. Ja. Ich glaube, das muss einmal gedreht werden. Und das muss zur Kralle gedreht werden. So. Der muss jetzt ja nur noch den in der Mitte eigentlich, oder? Genau. Oder gar nicht. Ja, doch. Das muss ich den zweimal drehen, richtig. Ja. Das für eine Bauweise. Jetzt haben sie auf einmal Strom, Alter. Und vor allem, das sind doch irgendwelche Körperteile wieder von denen. Was ist mit den Viechern los, Mann? So. Yeah! Wow. Okay, die Energie ist jetzt ausgerichtet. Sieht aus, als hätte sich ein weiterer Aktivierungsterminal geöffnet. Wir kriegen diese Maschine repariert, Carver. Alter, was ist das für ein Ding, Mann? Was ist das für eine Maschine, Junge, was wir hier aktivieren? Heilige Scheiße. Okay, wir dürfen zurück. Ah nee, hier vorne müssen wir erstmal das Ding noch reinballern. Okay, ich freue mich da ja drauf. Hier war noch eine Platine. Hey. Aber aktiviert. Was bewegt sich da? Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Sie pushen mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen. Das sagt ja der Richtige. Das Herz der Maschine. Wow. Oh Mann. Ich behaupte, das war unser zweiter Terminal. Alter. Okay. Ich find's krass. Mir fällt gar nicht viel dazu ein. Auch die Größe einfach extrem. Ja, Mann, es ist einfach wirklich, keine Ahnung. Es ist extrem krass gemacht einfach. Kann ich nichts zu sagen. Bin jetzt aufgeregt, wie es weitergeht. Ah, jetzt hat jemand noch Schiss in Dead Space. Das freut mich ein bisschen. Yeah, und das wird jetzt bestraft, sobald wir diesen Aufzug verlassen. Pass auf. Vielleicht sogar schon vorher. Mal sehen. Na? Ja, so na? Wie beim letzten wahrscheinlich auch. Ja, wir dürfen jetzt durch das Labyrinth erstmal zurück. Gut, war ja gar nicht so labyrinthmäßig, aber gut. Man war kurz davor, Cedric Diggory sterben zu sehen auf jeden Fall. Kopf. Okay, ich versuche mal ein bisschen hinter dir aufzupassen. Ja. Okay, Marker. Marker. Niemand mag den Marker. Okay, sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt. Und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Nice. Schön. Könnte so ein Leitsatz sein, ne? Arbeite an Raumschiffen. Ja, das heißt, jetzt wirklich zu dem Tentakel-Ding zurück und die zweite Einstellung sicherlich, ne? Das war ja dann das, was du richtig vorhin meintest. Okay. Gut. Rückflug. Auf geht's. Ich da vorne schweben sehr, Alter. So. Ladies and Gentlemen, Feuer frei. Boah, man wird da richtig losgeschossen, Alter. Ich kann auch nicht zielen, tatsächlich. Ich will aber auch nicht reinfliegen, um es zu versuchen.
Okay. Boah, wie groß das hier alles ist. Ich komme da nicht drauf klar. Ich kann einfach auch keinen Kommentierfluss entwickeln. So. Es ist einfach zu viel. Es geht nicht. Guck mir das alles an. So. Ich enjoy das voll. Richtig crank, Freunde. Oh, Fortschritt wird gespeichert. Ja, darum würde ich sagen, wir enjoyen einfach weiter in den nächsten Parts und dann... Ja, es kann ja gar nicht mehr viel kommen, ne? Weiß es ja, nicht. Mal gucken, was doch passiert, wenn wir es umstellen. Gut, richtig. Irgendwie, Dennick hat uns ja eben auch schon wieder belabert. Insofern mal sehen, was ob der noch irgendwas weiß. Man, ich habe keine Ahnung. Wir sind gespannt, Freunde, wie Flitzebögen. So sieht's aus. In diesem Sinne, bis zu den nächsten Parts. Haut rein. Schau aus. Macht's gut.